Christoph, du bist der Seriengewinner dieser Veranstaltung. Heute ist das Starterfeld sehr, sehr gut, aber wie ich von dir gehört habe, auch deine Form ausgezeichnet. Ja, ich muss sagen, die Form ist nicht schlecht. Die Motivation ist ein bisschen niedergeschlagen wegen letzter Woche. Schalke ist immer ein schönes Rennen, ich komme immer gerne her und mir liegt die Strecke und schaue ich, was geht. Ihr seid gassig, habt die Tafeln und habt rote Pfeile. Okay? Passt. Dann hoffen wir das Beste. Die Strecke ist, glaube ich, in ausgezeichnetem Zustand. Ja, ich muss sagen, ich habe mich dort vorbereitet. Also ich habe 2 Wochen vor ein Rennen bestritten in Montafon. Dann 2 Wochen nur ordentlich trainiert und regeneriert, dosiert. Und ich habe die Strecken dort besichtigt, habe gleich gesehen, okay, die ist mir wie auf dem Leib geschneidert. Und dann habe ich gewusst, okay, wenn die Tagesform passt, ist alles möglich. Und ich habe mein Bestes gegeben und habe eine super Zeit hingelegt. Ich glaube, da habe ich wieder mal zur würdigen Stadtmeisterin gekürt. Nein, ich glaube nicht. Also, ich nehme die Strecken so, wie sie ist. Ich schaue, dass ich überall in meine Pulsbereiche bin und das funktioniert eigentlich bestens. Das ist eine gute Taktik und das will ich heute auch wieder so machen. Leute, solche Bilder hat die Radsportwelt noch nicht gesehen. Es gibt eine Abzweigung, wo Tafeln sind, die sind so hoch, ungefähr 1,5 Meter. Mal 60 und da steht dann Small drauf. Ich wünsche euch ein gutes Rennen. Noch was für die Profis, Verpflegung und technische Hilfe ist auf der ganzen Strecke erlaubt. Und damit Start zum Schalke-Gipfelsturm auf der Small Distanz. Los geht's für unser großes Feld für die mehr als 100 Teilnehmer. Ja, das sind ja vielleicht sogar an die 150, die sich jetzt hier bei uns in Bewegung setzen. Schön, euch alle mit dabei zu haben.